Also, zu mir in die Praxis kommen immer viele Leute, die Muskelverspannungen haben, die mich nach Übungen fragen, wie sie beweglicher werden, wie sie ihren Schulterbereich beweglicher bekommen, wie sie lockerer werden, wie sie Muskeln aufbauen können auch. Und da habe ich mich mit der Maria zusammengesetzt und wir haben ein paar Infovideos für euch gedreht und zusammengeschnitten, beziehungsweise hat die Maria sie gedreht. Und Maria ist auf dem in dem Bereich Expertin schon seit 10 Jahren als Physiotherapeutin. Sie gibt Online-Kurse, die sehr stark besucht sind, habe ich mir sagen lassen, Maria. Sehr gut, genau. Sehr beliebt sind. Und sie kennt sich halt mit dem Thema Beweglichkeit, Muskelaufbau, was das alles angeht, kennt sie sich halt sehr gut aus. Und da freue ich mich jetzt heute mit der Maria mal zusammen ein kleines Video zu machen, ein kleines Interview zu machen. Ja, Maria. Ja, danke schön. Ja, also das ist Jörg. Er ist Heilpraktiker und Chiropraktiker und macht seinen Beruf seit über zehn Jahren, so wie ich. Also wir beiden sind wirklich gute Experten und erfahrene Menschen, die ja Patienten haben, die hauptsächlich immer mit Rückenschmerzen immer zu tun haben und immer nicht so ganz genau wissen, warum, weshalb das passiert. Genau. Und ja, Thema heute ist Halswirbelsäule, richtig? Genau. Wir fangen oben an. Und wir wollen gerne unsere beiden Erfahrungen mit euch teilen und haben, ja, wie gesagt, schon wie Jörg gesagt hat, ein paar Übungen uns überlegt und ja, sprechen dann noch darüber. Genau. Also ich weiß nicht, Maria, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mit deinen Klienten oder Patienten. Bei mir sind sehr viele Patienten, die zu mir kommen, die klagen über Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen, Migräne, die sind so total verspannt im Schulter-Nackenbereich, bis hin zu Kribbeln in den Fingern. Aber vorausgesetzt natürlich, Bandscheibenvorfälle sind ausgeschlossen. Also wir konzentrieren uns hier wirklich nur auf die Wirbelsäule, auf die Muskulatur und auf den Band- und Sehnenapparat. Wie gesagt, solche Sachen sollten im Vorfeld halt ausgeschlossen sein und für die Übung auch zu machen. Und ja, wie gesagt, mit Kribbeln in den Fingern, das zieht mich teilweise in den ganzen Rücken. Aber so Migräne, Kopfschmerzen im oberen Bereich, das habe ich schon sehr oft. Wie sind deine Erfahrungen damit? Ja, also solche Patienten habe ich auch in meiner Praxis sehr oft. Wie gesagt, das Kribbeln in den Händen oder in den Fingern ist immer was Nervales, das kennst du ja wahrscheinlich auch und viele haben natürlich auch immer Angst, oh Gott, es ist Bandscheibe, ja, es ist leider das erste Gefühl, okay, es hat was Nervales, also es ist Bandscheibe. Meistens ist es aber immer irgendwas Muskuläres, so wie du es ja schon gesagt hast, also es geht einfach darum, dass wir haben ja hier so ein Nervgefäßbündel und wir haben ganz viele Engstellen, das läuft genau am Schlüsselbein entlang der Nerv und geht in den Arm und versorgt den Arm und natürlich hier, wenn da hier entweder gelenkmäßige Fehlstellungen sind, wäre das Schlüsselbein, die erste Rippe oder die Halswirbelsäule oder die Muskulatur natürlich nicht optimal ist, zu stark verspannt oder einfach ein Ungleichgewicht da herrscht, dann kann es natürlich dazu führen, dass dann Druck entsteht auf dem Nerv und dann natürlich ein Schmerz ausstrahlt. Und das ist natürlich dieses Kribbeln oder dieses Kaltwenderfinger und so weiter und so fort. Und ich habe viele Patientinnen, die das manchmal auch gar nicht so wissen und immer so denken, ach so, aha, so einen Aha-Effekt bekommen, wo ich dann mal sage, ja, also mit den speziellen Übungen, die ich halt so immer mache und Erfahrungen damit auch habe, kriegen wir das eigentlich ganz gut hin und kriegen auch eine gute Lösung. Also ohne mal da zum Arzt rennen zu müssen oder gleich MRT oder Röntgen. Genau. Also das ist das Gleiche, was ich auch feststelle und die übermäßige Smartphone-Nutzung tut da ihres dazu. Klar, und jetzt Homeoffice. Homeoffice, genau, zum Thema. Im Sommer auch ganz gern genommen das Cabrio fahren oder das mit offenem Fenster fahren, mit so einer Lupe auf. Mal schnell während dem Autofahren noch eine rauchen und so und das Fenster nur so ein Spalt auf und dann zieht es halt in den Nacken und dann die Muskulatur halt macht sofort zu. Ja. Genau. Ja, genau. Maria, hast du dort irgendwelche Tipps oder Übungen, die du uns an die Hand geben kannst, dass die Patienten auch ganz leicht umsetzen können? Vielleicht im Büro, auf der Arbeit, zu Hause?
Ja, absolut, absolut. Also ich habe mir jetzt drei Übungen überlegt, die er einfach von zu Hause überall machen könnte. Er braucht dafür kein Gerät. Es ist ganz flexibel und wirklich einfach. Es sind besonders für die Hals- und Nackenregion ist immer wichtig, viel dehnen und die Faszien öffnen. Ja, das ist alles sehr immer verklebt und ja, wir tragen ja die Last auf den Schultern. Da ist ja auch immer viel Spannung drauf. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man solche Übungen eher macht, anstatt eben so aktive Sachen. Das ist eher ruhig, viel dehnen, viel Länge bringen in die ganzen Muskulaturen, Sehnen und das, ja, zeige ich euch jetzt gleich. Ich schicke jetzt mal an Jörg und erzählt noch mal ein bisschen was. Ich muss mal ganz kurz Du hast was ganz Interessantes gesagt, weil wir beide arbeiten ja auch ganzheitlich in dem Bereich. Mit den Last auf den Schultern tragen, also wirklich Sprichworte kommen von ungefähr. Und es ist wirklich so, dass ich auch Stress im Rücken bemerkbar macht oder in der Muskulatur bemerkbar macht. Und viele Menschen, die viel Stress haben, die den ganzen Tag rumlaufen, das ist ganz normal, dass die Muskulatur dann anspannt und dass diese Beschwerden dann irgendwann auch auftreten. Absolut. Absolut. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Du kannst also, dich gerne weiter unterhalten. Ich habe das Video jetzt gefunden. Ich mach's mal etwas größer. Ja. Und genau. Sieht man es gut? Ja. Ja, sehr schön. Ich würde mal was dazu erzählen. Ich hoffe, das funktioniert mit der Tonaufnahme. Genau, wir fangen mit der ersten Übung an. Das bin natürlich ich. Habe ich halt mal als selber als Modell. Und genau. Das ist eher eine Art Triggerpunktbehandlung, die erste Übung. Du nimmst drei Finger und gehst auf den Trapezius, das ist der Muskel, der da am Nacken ist, und gehst auf die Schmerzregion. Also du suchst dir den Punkt aus, wo du merkst, ah, genau dort tut's weh. Und da drückst du wirklich intensiv rein und gibst noch einen Schub nach unten und hältst das wirklich sehr lange. Dann neigst du den Kopf immer zur Seite und einmal drehst du den nach unten und gehst in die Achselhöhle. Da haben wir einfach mehrere Anteile des Nackenmuskels, die wir einfach da ein bisschen in Dehnung bringen. Das ist wie so eine Art Funktionsmassage. Das kennt man aus der manuellen Therapie. Meistens machen es eigentlich die Therapeuten, dass sie die Finger da so halten, ja, aber man kann das auch super selber machen. Also das kann man ungefähr 1 bis 3 Minuten schon halten, mindestens so ungefähr 10 bis 15 Minuten am Tag. Also immer mal über den Tag, am Arbeitsplatz immer mal wieder durchführen. Und wie gesagt, nicht keine Scheu haben vor dem Druck, den ihr da setzt. Also wirklich heftig rein. Übung Nummer 2 ist für den vorderen Bereich, was ich ja vorhin schon erzählt habe, hier die Region verneigt ja auch ganz schnell zur Verspannung. Hier der Sternocleido, der macht auch die Kopfschmerzen meistens. Hier geht man wieder mit den Fingern rein, hier in den Ansatz, ja, wo die Muskulatur hier vorne ist, intensiv rein und dann wieder Druck nach unten, Schub nach unten, den Kopf ganz langsam drehen. Ich drehe da etwas ein bisschen zu intensiv, weil für mich persönlich, ich brauche, also ihr habt da keine Einschränkungen, aber wenn ihr da Einschränkungen habt, macht es ruhig schön langsam, lasst euch Zeit. Wie gesagt, gleiches Spiel, 1 bis 3 Minuten ungefähr. Die dritte Übung ist eine Dehnung eher für die Kopfgelenke. Besonders wer Spannungskopfschmerzen hat, kann das super machen. Man geht mit seinen Daumen an den Occiput, also hier an den Kopf, an den Schädeldeckel sozusagen, und gibt da so einen Druck mit dem Daumen. Wichtig ist, dass die Brustwirbelsäule wirklich aufrecht bleibt und dann nur der Kopf und die Halswirbelsäule gehen nach unten. Das Ganze wieder lange halten. Hier öffnen sich die Facetten, besonders eine Halswirbelsäule, und es wird alles schön lang. Genau, das war's. Das sind die drei Übungen. Genau, und wie gesagt, das war natürlich jetzt ein Schnelldurchlauf. Wir haben das natürlich für euch, kann ich das euch auch schicken per Mail. Ich würde das dann unten einfach dann verlinken und ihr könnt euch das dann, wenn ihr mich anschreibt, per Mail euch dann geben. Genau. Ja. Super, Maria, dann schon mal danke. Ich hoffe, es war in Ordnung, die Übung. Und ich hoffe, es bringt auch deinen Patienten natürlich was. Und genau. Das kann ich gleich nachher direkt weitergeben. Genau, das wäre super. Es geht ja auch darum, den Menschen was Einfaches an die Hand zu geben, was sie schnell umsetzen können, leicht umsetzen können, was nicht lange dauert, weil man kennt sich, ich kenne mich selbst, ich nehme mich damit ein. Von Natur aus ein fauler Mensch. Bequem, genau. Nicht faul. Aber bequem und Sachen, die man halt schnell umsetzen kann und wo man
schnell auch dann Entlastung und Entspannung merkt. Und das sind ja auch Übungen, die man teilweise auch wirklich schon so macht. Also so werde ich, machen die Patienten mir das dann vor. Ich greife mir dann hier hin, wo der Schmerz ist, und bewege das dann ein bisschen, dann wird es auch besser. Ja. Und ja, das dann nochmal von einer Expertin zu hören. Ich glaube, das ermutigt halt den einen oder anderen, es weiterzumachen. Genau. Es ist halt auch kein Hexenwerk. Also wichtig ist halt immer, die Signale zu spüren im Körper, ne? Die Schmerzen zu registrieren und auch wirklich sich wirklich zu bewegen und sich auch mal selber Zeit sich für sich zu nehmen. Ja, wenn man gerade im Homeoffice jetzt ist zu Hause, natürlich hat man nicht die perfekten Bedingungen. Die Tische sind nicht hoch genug oder der Stuhl ist nicht richtig eingestellt. Man sitzt ganz blöd und schief. Dann hat man ganz kurz so eine Haltung dann. Und dann verspannt sich ja alles und dann ist alles fest und es geht bis in den Kopf, bis Kopfschmerzen. Das sind halt alles so Folgeerscheinungen, die natürlich jetzt, besonders jetzt zwecks Corona-Zeit natürlich noch mehr sind, weil viele ja auch im Homeoffice sind. Genau, deswegen sind die drei Übungen erstmal wirklich gut. Ich habe mit dem, also gibt es auch gerne meinen Patienten weiter und denen hilft es auch wirklich und es ist auch sehr einfach. Also nicht so, also wirklich nicht viel Aufwand und ja, was wir natürlich noch empfehlen könnten, sind zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich extreme Kopfschmerzen hätte, man kann sich auch mal Pfefferminzöl hier an die Schläfen drauf machen. Das bringt nochmal so ein bisschen Wärme und eine Reizsetzung. Das löst dann auch nochmal ein bisschen die Schmerzen. Und ja, es gibt natürlich auch so Akupressurpunkte, die man dann drücken kann. Es gibt die am Daumen, es gibt die unten an der Zehe. Also es gibt Wärmebehandlungen, immer mal ab und zu mal ein entspanntes Bad nehmen. Das ist auch immer ganz gut. Genau, und so Kopfsachen sind ja auch ganz viel auch mit der Psyche. Und ich denke, da müsste man vielleicht auch einfach mal ein bisschen Meditation, ist auch mal nicht schlecht, einfach mal eine Entspannungsrunde oder mal ein bisschen Schokolade essen, tut auch mal ganz gut. Genau, so ab und zu. Gut. Dann hoffe ich, wir konnten euch oder Maria konnte euch mit den drei Tipps schon ein bisschen weiterhelfen. Natürlich geht das jetzt nicht für jeden und für alle. Es gibt natürlich spezielle Fälle. Und wenn es jetzt spezielle Fälle gibt, dann dürft ihr uns gerne anschreiben. Die E-Mail-Adressen verlinken wir oder den Facebook- bzw. Instagram-Account. Der kommt da unten drunter, genau. Wenn das Video euch gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter, teilt es euch. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns. Gebt Daumen nach oben. Genau. Oder wenn ihr noch Ideen habt für irgendwelche Sachen, und dann gebt uns gerne ein Feedback. Genau. Und ja. Genau. Und wir haben es ja am Anfang schon angesprochen. Wir werden noch zwei Videos machen zu den anderen Bereichen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Genau. Ich wünsche euch was. Tschüss.